Ich halte mich relativ kurz. Ich sage nur noch ein paar Sachen zu ein paar Zahlen zu Uniper. Und zwar sind unter anderem bei den CO2-Emissionen spricht Uniper meistens von nur einer Zahl von 42,6 Millionen Tonnen CO2, die auch so schon unglaublich viel sind und so auch schon fast die Menge der CO2-Emissionen von dem gesamten Staat Finnland erreichen. Allerdings sind diese Emissionen auch nur ein Teil der Emissionen, die Uniper, für die sie verantwortlich sind. Das sind nur die direkten Emissionen, die quasi nur durch die Verbrennung von Kohle oder Gas erzeugt werden. Dazu kommen aber nochmal über 20 Millionen Tonnen indirekte Emissionen. Das heißt, für den knapp 1 Million Tonnen wird allein nur dafür aufgewendet, die Kohle und andere Energieträger zu transportieren, weil die Kohle zum Großteil aus Russland bzw. aus Kolumbien oder Südafrika erstmal hierher geschifft werden muss. So, das heißt, alleine Transport sind knapp 1 Million Tonnen. Dann sind noch sogenannte brennstoff- und energiebezogene Aktivitäten allein 6,9 Millionen Tonnen CO2, was eigentlich auch relativ direkte Emissionen sind, sie aber nochmal dadurch versteckt haben. Und nochmal 12,1 Millionen Tonnen sind Gebrauch verkaufter Produkte, was auch immer sie darunter verstehen. Das heißt, sie schaffen es dadurch aber, die Gesamtemissionen zu verschleiern und stehen dadurch deutlich besser da, als sie in Wirklichkeit verantwortlich sind für die Emissionen. Dann spricht Uniper ja davon, dass sie grüner werden wollen oder mehr für erneuerbare Energien sein wollen oder ihren Kohleausstieg vorantreiben wollen, den Ausstieg aus fossilen Energien. Dabei sind 2020 von den knapp 95 Terawattstunden, also von den 95 Terawattstunden, die Uniper erzeugt hat im Jahr 2020, fallen über die Hälfte, und zwar 53 oder fast 54 Terawattstunden auf Erdgas, 19,5 auf Kohle, 8% auf Kernenergie, weil sie auch noch ein Kernkraftwerk in Schweden betreiben, was sie dann wieder als energie- oder als klimafreundlich betiteln. Und nur 13,7% aus Wasserkraft. Aus sonstigen erneuerbaren Energien ist die Erzeugungskapazität genau 0,0. Heißt, sie erzeugen genau 0 Terawattstunden aus erneuerbaren Energien, außerhalb von den Wasserkraftwerken. Sie wollen ein paar Gigawatt wollen sie ausbauen an Windenergie, aber das war's. Der Rest sind alles konventionelle Kraftwerke, zum Großteil fossile Kraftwerke plus nochmal ein Kohlekraftwerk. Das heißt, viel von dem, was Sie erzählen, auch was jetzt der Vorstandsvorsitzende von Uniper in seiner Rede, die vorab veröffentlicht wurde und im Internet einsehbar ist, erzählen wird am Mittwoch, ist ein, ja, was wir vorher schon gesagt haben, ein riesiges Greenwashing und ziemlich viel völliger Blödsinn, Verschleierung von Zahlen und von dem, was Uniper wirklich treibt. Und Fortum und damit auch die finnische Regierung tragen das Ganze so mit und sind damit mitverantwortlich dafür. Der Staat Finnland möchte bis 2025 aus der Kohle aussteigen, finanziert und trägt aber durch Uniper und durch Fortum hier ein Kohlekraftwerk und diverse Kohlekraftwerke über die EU und über verschiedene Länder verteilt und sind damit für unglaublich große Emissionen und eben tonnenweise Kohle, die verfeuert wird, verantwortlich. Dazu kommen noch riesen Staubemissionen. In Russland sind die besonders hoch, das ist besonders im Kuspas auch ein Problem, dass dort Flüsse schwarz werden und zu riesigen Gesundheitsproblemen führen. Nebst Stickoxidemissionen, die auch nochmal dazukommen. Dazu kommen nochmal gefährliche Betriebsabfälle. Da spricht Uniper davon, dass sie alleine 3000 Tonnen gefährliche Betriebsabfälle verwertet haben und 7 Tonnen gefährliche Betriebsabfälle beseitigt haben. Das heißt, das ist auch nochmal ein Thema, dass es halt eben nicht nur in die Luft geblasen wird, sondern eben auch andere Stoffe irgendwo hin müssen und sie irgendwas mit diesen machen müssen. Dazu kommt nochmal ein unglaublich großer Wasserverbrauch. Hier ist es jetzt der Kanal, das ist zwar auch nicht toll, aber es ist nicht so ein gigantisches Problem.
ist es aber auch, ne, das Wasser, was dort verbraucht wird, ist dann meistens, wird dann teilweise erwärmt in andere Gewässer oder in Flüsse abgegeben und ist dort fürs Ökosystem nicht gut. Und es ist halt eben ein gigantischer Wasserverbrauch, der in Teilen angereichert ist mit Schadstoffen danach. Insgesamt entnimmt Unipa im Jahr knapp 4 Billionen Liter Wasser und benutzt sie zur Kühlung. Davon sind knapp 1 Billion Liter aus oberirdischen Gewässern. Das sind unglaubliche Zahlen und das brauchen sie nur zum Kühlen ihrer Kraftwerke. Und dann noch ein letztes zu den Zahlen. Die Kohle, die Unipa hier verfeuert. Da in Deutschland die letzte Steinkohle vor einigen Jahren gefördert wurde und ja alle Steinkohleminen zugemacht wurden, ist alle Kohle importiert. Davon kommt knapp 30% aus Russland, teils unter ja, massiven Menschenrechtsverletzungen und auch Umweltschädigungen. Dann kommen nochmal ungefähr 30% aus Kolumbien, wo das Ganze nicht besser aussieht. 22% aus Kasachstan, teilweise unter ähnlichen Bedingungen. Und nochmal knapp 8% jeweils aus Südafrika und den USA. Das heißt, da die Bedingungen, könnt ihr auch viel nachlesen, ist viel zu geschrieben, auch auf der Seite, die ich nochmal erwähnen will. Stoppdatteln4.de gibt es ausführliche Informationen nochmal zu allen Themen mit Belegen. Heißt, da könnt ihr alles nochmal nachlesen und ganz viel, wenn euch interessiert, nochmal anschauen. Und ja, da ist auch ganz viel geschrieben zu den Menschenrechtsverletzungen, die passieren, Umweltschädigungen. Es ist ja einfach der Wahnsinn. Das heißt, die Bundesregierung unterstützt es hier. Wir haben jetzt ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet, weil es ihnen um die Ohren geflogen ist durch Gerichte. Unter anderem kommt ja nochmal die Klage hier, die im August verhandelt wird. Sollte Unipa, beziehungsweise damals auch E.ON, jetzt Unipa die Klage verlieren, auch die Revision verlieren, dann haben sie sich verpflichtet, dieses Kraftwerk abzureißen. Auf eigene Kosten, genau. Und auch jetzt mit dem neuen Klimagesetz, auch das ist nicht ausreichend und mit dem können wir das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten. Heißt, der Staat Deutschland rechnet damit, noch knapp 6,3, was sind es, Millionen, Roland? 6,3 Billionen Tonnen? Milliarden Tonnen. Genau. Also der Staat Deutschland rechnet damit, noch 6,3 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre blasen zu können als Budget. Allerdings nach Rechnungen, wenn Deutschland die 1,5-Grad-Grenze einhalten will, nach dem Pariser Klimaabkommen, haben wir noch ein CO2-Budget von knapp 3,3 Billionen Tonnen. Das heißt, das Ganze passt einfach nicht zusammen, auch mit dem neuen Klimaschutzgesetz nicht. Und auch besonders nicht mit dem Kraftwerk hier hinter uns. Es passt einfach nicht, dass wir aus der Kohle aussteigen wollen, aber ein Kraftwerk hier bis 2038 laufen lassen wollen, das pro Jahr Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre bläst, plus diverse andere Schadstoffe, das kann einfach nicht sein. Und deswegen müssen wir dieses Kraftwerk stoppen und müssen ja auch dafür sorgen, dass wir früher aus der Kohle aussteigen und ja, für mehr Klimaschutz einstehen, unter anderem jetzt bei den Wahlen, aber auch darüber hinaus. Und die Parteien, wer auch immer in die Regierung kommen wird nach diesen Wahlen, verantwortlich halten, dass sie für mehr Klimaschutz sorgen und auch dafür sorgen, dass Datteln 4 früher abgeschaltet wird. Dankeschön. Datteln 4!